Die haben auch schon dreimal gehabt, die Map oder so. Warte mal. Aber lange nicht mehr jetzt. Nee, das letzte Mal war bei Folge 30, 40, nee, mehr. Halt, fast 100 Folgen her. Grob. Wenn ich die Richtung 100, 120 Folgen her. Also ich bin jetzt mittlerweile am Schneiden. Und zwar bin ich gerade die Fußballfolge am Schneiden mit der Tasche oben in dem Ding. Und das ist Folge 405 und ich bin mal weiter noch nicht am Ende. So. Also wer bei uns keinen GTA-Content bekommt, der füllt den nirgendwo ein. Ach Gott, da sollte genug da sein allerdings. Also wir sind, ich denke, wenn wir hier durch sind mit allem drum und dran, sind wir bestimmt bei irgendwo an die 500 Folgen. Also, wann sollen wir denn mal durch sein? Weißt du, wie viel Kram es noch auf dem Social Club gibt, Alter? Ich hab das da machen wir hier noch eine ganze Weile. GTA läuft mittlerweile, ja, wenn ich ehrlich bin. Also sagen wir mal so, es kommt immer ein bisschen Zeugs. Du bist ja immer für 4 GTA, ja. Und irgendwann geht es ja auch hoffentlich bald mit der Agentur mal wieder weiter. Aber es könnte sein, dass die schon zu Ende ist. Also es muss schon mal ein richtig geiles Spiel kommen, worauf wir alle Bock haben, dass wir mal von GTA wieder wegwechseln. Ja. Ich hatte ein Team eingestellt, ne? Ich bin, glaube ich, mit Kev im Team gegen. Ja, Rick genau, unterwegs, so ist es. Hey, Hilfe! Verdammt! Da steht die blonde Schlappe, die ist bei E. Mist. Der Camper-Punkt. Genau, Sven und Enrico gegen uns beide. Scheiße, ich habe mich verloren. Hilfe, Mutti! Halt's auf! Mann! Alter, kannst du mal... Hallo? Stehen sie betet, oder ne? Hä? Wie beide? Ich bin hier gespawnt. Okay. Kann ich doch nicht für... Eigentlich hatte ich den Sven schön gedrückt, aber irgendwie wollte er ja nicht sterben. Ja, Kev? Ja? Hast du mittlerweile mal deinen Teil da veröffentlicht? Was bist du? Was? Ich wollte, habe ich nicht. Was für ein Teil habe ich veröffentlicht? Na, dein Job da, den du unbedingt uns zeigen willst. Ach so, tatsächlich habe ich da heute da nicht mehr dran gedacht. Ich wollte, hab's gestern noch dran gedacht, hatte, den musst du noch mal veröffentlichen, aber nee, heute habe ich nicht mehr dran gedacht. Verdammt. Nee, Enrico, hier unten bin ich. Was? Alter, was ist das? Wieso kann man denn nicht mal die Autos einsteigen? Was für Müll. Wegen dir, Markus. Hallo, Sven. Nur ich werde außerhalb des Gewinns gespawnt, ist ja sinnlos. Echt? Eine Katastrophe. Katastrophe! Ach, Markus, du bist das. Ja, ich war mir jetzt auch nicht sicher. Eieiei. Da oben hängt er.
Ha, Alter, schreck mich doch nicht so. Oh, das Ziel hier unten ist total nervig. Ja, ist vorbei. So. Boah, da steht die Olle vor mir, aber ich sehe sie nicht. Die Olle? Ja, hier die. Die blonde. Das blonde Gerät. Der Gerät. Ach, Mann! Da kämpft sie hinter der Kiste. Das ist nochmal so ein Baby's Job. Ich glaube, in der einen Folge war es tatsächlich so. Da saß er nämlich wirklich nur hinter dieser Kiste. Oder fast so. Ja, hier hockt sie hinter der Kiste. Bei mir liegt sie in der Kiste. Warte bitte. Rico, hinter dir. Ich wollte gerade schießen. Oh, voll ins Gesicht von dem Nico. Jetzt wird man auf diesen scheiß Steg, Alter, gespawnt, Junge. Ich geh jedes Mal in diese verdammte, dreckige, eklige, nasse Waffe. Ja, no. Lol. Hm? Haben sicher das Treppenhaus zugemacht. Ja, ja, hab ich auch gerade gemerkt. Wollte da gerade hin. Au. Oh. Da kam der Kabinett hier vom Dach geflogen. Klappe jetzt! Ist klar, ey, ganz ehrlich! Nee. Ich hatte aber keine Munition mehr, ich musste da drauf gehen dann in dem Moment. Die Waffe war leer, sonst hätte ich richtig gekriegt. Mann, kannst du mich auch nur Sven da schießen lassen?
Ja. Endlich. Nach einer halben Ewigkeit endlich mal einen Kill gegen Sven, Alter. Sven hat sonst nur mich erschossen. Halleluja. Yeah. Na. So geht das aber nicht. Ich wohne nicht hier, gell? Naja.